Herzlich willkommen zurück zur Heimatzeit. Dr. Rüdiger Dahlke ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Tag. Die Bücher, die wir hier sehen, das sind ja nur, in Anführungsstrichen nur, vier und das sind die gerade erschienenen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie schaffen Sie das, dass Sie so viele Bücher innerhalb kürzester Zeit immer wieder neu veröffentlichen können? Also ich frage mich das. Ja. Ich denke schnell, rede schnell, schreibe schnell. So geht's mal los. Bin sicher so schnell wie eine Sekretärin mit dem Schreiben. Mhm. Und ich schreibe einfach gern. Und Themen, die mich ansprechen, da bin ich dann sehr fleißig. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich ein fleißiger Mensch bin, aber immer, wenn mir was sehr Spaß macht, mache ich das gern. Mhm. Und ja, ich weiß, also vielen ist es verdächtig und dann heißt es auch, ich schreibe sie gar nicht selbst. Aber ich kann sicher sagen, ich habe die alle selbst geschrieben, weil es viel länger dauern würde und viel komplizierter für mich ist, mit anderen zusammen jetzt zu schreiben. Ich rede gern mal mit Professor Zahn über ein Thema wie Gynäkologie, wo der eben Professor dafür ist, und schreibt dann Frauenheilkunde. Mhm. Aber geschrieben, selbst das Buch Spuren der Seele mit meiner Partnerin Rita Fasel, das ist zwar ihr Inhalt, aber ich habe ihn ganz geschrieben. Mhm. Schreiben ist für mich so eine Meditation eigentlich. Ich setze mich auch hin wie zur Meditation. Aha. Schreibt das wirklich mit großer Freude. Und da sind natürlich Themen dabei, wie das Geheimnis des Loslassens, das ja auch mit Aphorismen zu tun hat. Und das sind so kleine, für jede Woche des Jahres ist da ein Thema, was man loslassen könnte mit Gewinn für die Seele, für die Gesundheit. Mhm. Das ist immer so zwischen rein passiert oder an schönen Orten. Das ist sowieso ein großer Spaß und eine große Freude gewesen. Ja. Und ansonsten ergeben sich die Themen so aus der Arbeit. Also das Schattentagebuch ist einfach notwendig geworden. Ich hätte nie gedacht, dass das Schattenprinzip ein Bestseller wird, ehrlich gesagt, weil es ja wirklich an das schwierigste, aufwendigste, auch wichtigste Thema dran geht. Aber da dachte ich eher, werden die Leute Abstand wahren. Aber haben sie gar nicht. Also das ist ein Bestseller geworden. Und dann ist die Idee da drin angegeben, aber viele kriegen das gar nicht so einfach hin. Mhm. Und das ist jetzt nicht ein Buch, wo ich viel geschrieben hätte. Das ist mit Bildern gemacht und schön geordnet. Da kann man jetzt gut sozusagen praktisch zum Schattenprinzip arbeiten damit. Genau, ich wollte eben nämlich genau auch fragen, ich finde, es hat beides so was Praxisbezogenes, einmal das Licht- und Schattentagebuch und das Geheimnis des Loslassens. Vielleicht zum Licht- und Schattentagebuch, man führt dann tatsächlich selbst Tagebuch und was soll man da aufschreiben? Na, man kann all das aufschreiben, wo man Widerstände hat während des Tages, das ist ja einiges. Aber man wird dann merken, dass es auch wieder eine endliche Zahl der Widerstände ist. Und den kann man sich dann gezielt widmen. Da leitet das Buch auch an dazu. Mhm. Ja, und erst wenn man an den Schatten drankommt, kommt man an seine Schätze. Und insofern ist es natürlich ein Buch, was zum Licht führt, aber mit dem Schatten beginnt. Mit all dem, wo man sozusagen Probleme hat. So eine Sammlung des Alltags geht man so durch, wo waren Probleme heute. Und die kann man dann sehr gezielt bearbeiten, weil da die Urprinzipienlehre auch eingebaut ist. Nehmen wir mal als Beispiel, jemand fährt über die Autobahn und ärgert sich fürchterlich, dass er nicht vorbeigelassen wird und bekommt selbst schon Herzrasen und wird ganz, Sie merken schon, wie man dann angespannt wird. Sowas würde praktisch dann mitnotiert werden. Ja, da könnte er dann das erstmal aufschreiben, das Thema, wenn er darüber nachdenkt oder gar meditiert, vielleicht auch seine eigene Drängelei und seine Ungeduld spüren darin. Und die könnte er dann mal anschauen, was ist dahinter. Ja, also da findet er dann einfach in dieser Unruhe und Drängelei und dieser Nötigung, die da vielleicht eine Rolle dann auch spielt, spürt er dann das Aggressionsprinzip. Und da gibt es dann Hinweise dazu, wie er auch erlöste Ebenen des Aggressionsprinzips finden kann, was ja in Form von Mut möglich wäre, Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft, ja, die heißen Eisen des Lebens anzupacken und so weiter. Das wäre so eine wirklich ganz praktische Anleitung, eigentlich im Nachhinein, zur Bearbeitung des Schattenprinzips. Genau, eigentlich eine Fortsetzung, eine logische. Ich hatte da schon eine CD reingegeben, damit überhaupt die Übungen gut von der Hand gehen, gut gemacht werden können. Und das Schattentagebuch, das war jetzt am Anfang eine Idee, aber nicht aktuell. Das ist dann gekommen, weil es jetzt so viele Leser hat, die das auch suchen. Okay. Und die Störfelder und Kraftplätze, wie sind Sie denn darauf gekommen? Also liegt das auch so ein bisschen an diesem neuen Zentrum Tamanga oder wie kam das zustande? Also ich habe schon seit über 20 Jahren einen österreichischen Bauunternehmer in den Fasten, Schweigen, Meditieren Kursen sitzen, der nebenbei eigentlich gemerkt hat, dass die Qualität des Raumes eine viel größere Rolle spielt, als in unserer Gesellschaft bewusst ist. Und der kommt immer wieder zum Zen-Fasten zu uns. Und mit dem gibt es einen dauernden Kontakt. Und ich habe auch schon früher geschaut, dass ich die Räume, wo ich Seminar halte, ein bisschen verbessere.
von der Atmosphäre. Mhm. Jetzt, wo wir natürlich Tamangar gebaut haben, war das wirklich ein großes Thema. Und da hat dieser Alois Wiebiger, heißt er, auch viel dazu beigetragen, dass wir wirklich geschaut haben, dass jedes Haus an den richtigen Platz kommt, mhm, dass wirklich die richtigen Böden drin sind, die richtigen Decken drin sind, die richtige Atmosphäre, das Wasser entsprechend. Wir können ja heute Informationen wirklich auf Magnetstreifen bringen, das ist ja bekannt. Mhm. Wir können Magnete benutzen, um Wasser zu informieren. Und was schön daran ist, österreichische Wissenschaftler haben das inzwischen so gut belegt, dass es Störfelder gibt, dass das wissenschaftlicher Stand des Wissens, mhm, ist. Wenn das amerikanische Wissenschaftler wären, wäre das schon weltbekannt. Das sind leider Wissenschaftler von Salzburg und Wien. Aber das Buch Störfelder und Kraftplätze dokumentiert so, von Bergsmann angefangen 1990, mhm, bis in die heutige Zeit. Professor Pauser, das ist ein Intensivmediziner in Salzburg, der hält diese Gionado-Welle da in die Intensivstation, weil er einfach merkt, das bringt enorm viel für seine Patienten, für die Arbeitsatmosphäre. Mhm. Beispiel, sie hängen so eine Welle in ein Kinderheim, niemand weiß was, unter den First. Und die Bettnässe-Ereignisse gehen um über 70% zurück. Wahnsinn. Sie nehmen die Welle wieder weg und die bisseln wieder ins Bett. Mhm. Also solche Dinge, sie sind ja immer eindrucksvoll gewesen von Effekt. Heute können wir die ganz gut wissenschaftlich dokumentieren. Mhm. Und Störfelder und Kraftplätze macht diesen Schritt. Also das mal aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, mhm, das gab es in jeder Kultur, haben irgendwelche Bauern mit Wünschelruten Brunnen gesucht, mhm, und Wasseradern und so weiter. Da hätte man schon ahnen können, etwas, was überall vorkommt, ist ja sicher nicht komplett absurd, mhm, wie es die Wissenschaft immer dargestellt hat. Für mich war das so der Anlass, jetzt diese ganzen Studien zu haben und einfach mal zu dokumentieren, wir müssen uns eigentlich entschuldigen, mhm, bei diesen ländlichen Menschen, den Bauern. Die wussten schon was, mhm, und jetzt können wir das nutzbar machen. Mhm. Das ist so die Idee und wir haben das in Tamangar völlig umgesetzt. Mhm. Ja, das ist wirklich ein Kraftort insgesamt und wir haben geschaut, dass eigentlich jeder Seminarraum, all die Schlafräume auch davon profitieren. Mhm. Ist, glaube ich, auch gut gelungen. Mhm. Wie kann man das bei sich zu Hause umsetzen? Ich denke, es nimmt auch sehr viel Einfluss auf den Schlaf und aufs Arbeiten und überhaupt aufs Wohlgefühl. Ja, das wäre so ein bisschen die Idee, Tamangar, mhm, auch natürlich ausufern zu lassen. Das war immer meine Idee, auch mit all diesen Büchern so ein Feld ansteckender Gesundheit zu machen. Und ein paar Aspekte kann man natürlich da auch tatsächlich mitnehmen. Also ich habe immer auch so ein Chakrenband hinten im Sakko drin, wo Chips drauf sind, die sozusagen jedem Chakra entsprechend Energie geben. Aha. Und das kann man auch erwerben. Da also blinkt es gleich. Und man kann sich sein Bett entsprechend, mhm, präparieren. Mhm. Man kann diese Wellen, die sind allerdings natürlich teurer, aufwendiger, in sein Haus hängen, mhm, oder wenn man es nicht in den Giebelbereich hängen kann, in den wichtigsten Raum und so weiter. Jetzt jedes Fußbodenbrett vom Parkett mit Chips zu informieren, das geht halt, wenn man ein neues Haus baut. Wir haben das auf 1200 Quadratmetern gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht möglich normalerweise. Mhm. Aber da gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, die man auch zu Hause anwenden kann, sein Wasser zu verbessern im Sinne von entsprechenden Schwingungen, die man drauf spielen kann, mhm, aber natürlich auch, indem man basisches Wasser herstellt. Mhm. Da gibt es auch Möglichkeiten, habe viele durchprobiert. Und dann bleibt zum Schluss dann eine übrig, die ich dann auch empfehlen würde. Wunderbar. Herzlichen Dank, Dr. Rüdiger Dahlke, dass Sie uns einen kleinen Einblick über Ihre neuen Bücher gegeben haben. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und bei uns geht's weiter, wie immer, nach den Veranstaltungshinweisen.